Call of Wave. Ab, Tickets buchen. 1.12. geht's los. Löschen, liebe Dampferfreunde. Egal ob jung, ob alt, natürlich über 18, ob Einsteiger, Fortgeschrittene oder Profi-User. Am 23. und 24.04.2016 findet in Stuttgart die The Hall of Vape statt. Eine echt geile, große Dampfermesse. Geil kann ich noch nicht sagen, es wird wohl die erste. Ich wollte euch da nur mal ein bisschen was drüber berichten. Ich habe mal da letztes Mal was angesehen, wo die Veranstalter und viele Mitwirkende ein Zusammentreffen über einen Stream hatten. Und dann dachte ich mir, okay, ich versuche das mal alles ein klein bisschen zusammenzufassen für euch. Vielleicht sagt der ein oder andere, geil, Dampfermesse, habe ich Bock drauf. Oder er kommt aus der Nähe von Stuttgart oder wird die Reise auf sich nehmen. Wäre natürlich schön, ne? Ja, wo findet das Ganze statt? Auf dem ICS-Messegelände Stuttgart. Ist genau in der Nähe vom Flughafen. Muss sagen, ist echt groß, ne? Man hat drei große Eingänge, riesen Voreingangshalle mit Kassen. Läuft wohl alles sehr professionell über Barcode. Die ganze Messe soll sehr, sehr professionell ablaufen. Die Eintrittspreise, die sind 15 Euro die Tageskarte, 25 Euro beide Karten. Und der Vorverkauf findet am 1.12.2015 natürlich statt. Auf der Internetseite, die ich euch noch unten reinlinken werde. Da könnt ihr dann mal gucken, wer Bock hat. Zack, ab zum Vorverkauf. Da ist es, glaube ich, sogar 1-2 Euro günstiger. Also lohnt sich, wenn ihr mit mehreren Leuten seid. Ne, weil Geld sparen ist an sich ja immer schön. Ja, was gibt es noch viel zu sagen? Es gibt, so wie ich das jetzt alles rausgehört habe, 5000 Quadratmeter Messefläche wohl, wovon 2500 Quadratmeter irgendwie für die Aussteller sein sollten, die auch ihre Stände alle selber gestalten etc. Natürlich alles das, was ich euch jetzt erzähle, ist auch nur aus anderen Quellen herausgenommen. Bis dahin, da sind ja noch einige Monate, kann sich natürlich das ein oder andere auch wieder ändern. Ne? Also jetzt wird hier nach 3 Monaten sagen, du hast das und das gesagt und dem ist jetzt nicht so. Ne? Ich versuche euch da nur ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Ja, zurück. Professionelle Garderoben gibt es wohl, die sollen wohl unten sein. Genug Parkplätze draußen sind auch vorhanden. Das einzigste Manko da dran, aber das ist normal auf Messen, ist, die Parkplatzgebühr muss man selber bezahlen. Ne? Das ist aber ganz normal, ob das jetzt bei der Gamescon ist oder was auch immer, was es noch so alles für Messen gibt. Deswegen, sagen wir für die Cloud Chaser habe ich gehört, soll es jetzt keinen Cloud Chaser Wettbewerb geben. Schade, aber kann man auch im Endeffekt irgendwo drauf verzichten, auf so einen Cloud Chaser Wettbewerb. Ne? Ne, da kommen auch Anfänger hin, die sind dann, denke ich mal, erstmal total überfordert mit der ganzen Materie. Wollen sich da vielleicht Informationen reinholen etc. Deswegen. Was gibt's noch Großes zu sagen? Nach der Messe gibt's wohl eine Aftershow-Party irgendwo im Umkreis. Das wird aber wohl alles noch bekannt gegeben. Ne? Nach der Messe gibt's dann diese Aftershow-Party. Überwiegend wurde Rock wohl gewünscht als Musik. Naja, der eine steht drauf, der andere steht nicht drauf. Aber es soll mal alle versuchen, die wollen wohl alle versuchen, da auf diese Aftershow-Party zu erreichen, dass man sich auch wenigstens ein bisschen in Ruhe unterhalten kann oder feiern kann vorne mit der Tanzfläche, denke ich mal. Gehe ich jetzt nochmal von aus. Also das wird jetzt nochmal so in den Raum geschmissen, wollen sie auf jeden Fall veranstalten, die Jungs. Ist natürlich eine richtig geile Aktion. Und ja, wieso nicht? Ne? Aftershow ein bisschen danach abfeiern. Ist natürlich gut, wenn man ein Hotelzimmer hat. Außer wenn man natürlich jetzt, wie ich zum Beispiel, ich fahre auch noch mit 2, 3 Jungs rüber, wenn man dann noch 3, 4, 5 Stunden nach Hause fahren muss. Ne? Das heißt, ein bisschen anstrengender. Gut, was natürlich prinzipiell verboten ist, sind natürlich Kinder. Ne? Auch Kinder in Begleitung von Erwachsenen ist nicht erlaubt. Die Messe ist komplett ab 18. Auch nicht, wenn der Mann kommt, ah, ich bin 17 und werde in 5 Tagen 18. Das wird es wohl nicht geben, ne? Rein ab 18, deswegen denkt dran, nicht, dass ihr jetzt versucht, da, okay, ich nehme meinen 16-jährigen Sohn mit oder Tochter, wie auch immer, ich bin ja dabei. Ist wohl nicht so.
Das gibt's nicht. Das war erstmal alles. Ich werde den Livestream auch noch unten mal noch reinlinken, wer sich diese 1,5 Stunden mal anhören will, weil ich habe jetzt alles mal ein bisschen grob zusammengefasst. Nochmal am 23., 24., 4.2016 ist die Messe in Stuttgart. Ne? Tageskarte 15 Euro, beide Karten 25 Euro. Vorverkauf bis am 1.12.2015. Ne? Da könnt ihr vielleicht dann schon mal gucken. Könnt ihr auch 1, 2, 3 Euros wahrscheinlich sparen. Deswegen, ich denke mal, es wird sich lohnen. Es sollen noch namhafte Aussteller kommen, etc. Aber das ist alles noch nicht veröffentlicht. Da wurde auch noch nicht nichts groß preisgegeben. Es wird bestimmt der ein oder andere kommen, den ihr selber kennt. Ne? Aus der Dampfer-Szene. Ich bin noch relativ neu. Oder ich bin noch sehr, sehr neu. Würde mich natürlich freuen über ein Like oder ein Abo. Ne? Ich versuche mir jetzt auch mal ein kleines bisschen so den Kanal auszubauen. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, hey, der Junge macht das ganz cool. Dem lasse ich mal ein Abo da oder ein Like. Oder halt natürlich einen Kommentar, weil nur durch positive oder auch natürlich negative Kommentare kann ich mich nur verbessern. In diesem Sinne, Leute, Waves on, bleibt sauber und vielleicht sieht man sich ja in Stuttgart. Am 23. werde ich auf jeden Fall da sein, 24. weiß ich nicht. Haut rein!